Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch. Musikwissenschaft und jetzt? In unserer neuen Rubrik sprechen wir mit Alumni unseres Instituts über ihren beruflichen Werdegang. Mein Name ist Anneke Link und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Adventspodcasts. Heute habe ich Nina Zander zu Gast. Sie hat von 2015 bis 2019 am Musikwissenschaftlichen Institut der Uni Leipzig studiert, arbeitet seit 2019 beim MDR und seit August diesen Jahres im künstlerischen Betriebsbüro, auch KBB genannt, bei MDR Klassik und zusätzlich im Betriebsbüro des Gewandhaus in Leipzig. Schön, dass du heute hier bist. Danke, ich freue mich auch hier zu sein. Genau, dann legen wir mal los mit deiner heutigen Tätigkeit. Also da habe ich zwei Fragen, die ich direkt hintereinander stellen möchte. Und zwar, was umfasst dein Beruf und gibt es Unterschiede zwischen deiner Arbeit beim MDR und deiner Arbeit im Gewandhaus? Okay, also erstmal zu deiner ersten Frage, was umfasst mein Beruf? Im MDR kümmere ich mich vorrangig um die SolistInnen und DirigentInnen, die wir so einladen zu unseren Konzerten mit dem Symphonieorchester und dem Rundfunkchor. Das bedeutet, es fängt an bei dem Schreiben der Verträge, Kommunikation mit den Agenturen, Hotelbuchungen, Transferbuchungen und so weiter, bis hin zur Organisation der Künstlerbetreuung dann während der Proben und der Konzerte und im Nachgang dann eben auch wieder die Abrechnung. Das ist quasi rein dieses Betreuen in jeglicher Hinsicht der KünstlerInnen. Und im Gewandhaus ist es etwas anders gelagert. Da haben wir auch den kleinen Teil dieser, ich sage mal, Künstlerbetreuung und Agenturkommunikation. Der größere Teil ist jedoch, dass wir im Betriebsbüro die Schnittstelle sind zwischen sowohl außen als auch innen und die gesamte Kommunikation rund um jedes Projekt zusammenfassen. Das bedeutet, wir haben Kontakt mit dem Vertrieb, mit dem Marketing, mit Veranstaltern auch von U-Musiken nennen wir es, also Mietveranstaltungen haben wir auch einen großen Teil im Gewandhaus, die vor allem auf technischer Seite vorzubereiten sind. Das bedeutet Licht- und Tonanforderungen, welche Firma kommt und macht das, welche Hängepunkte werden genutzt. Also das ist auch ganz viel auf technischer Seite einfach die Vorbereitung. Und hinzu kommt noch, dass wir auch die Veranstaltungsleitung dann an dem Abend der Veranstaltung übernehmen. Das bedeutet, wir weisen den Besucherservice ein und führen dann die Veranstaltung am Abend im Vorderhaus auch mit durch, haben dann im Hinterhaus aber eine Künstlerbetreuung und einen Inspizienten zur Durchführung. Genau. Genau, also das heißt, beim MDR ist dann praktisch die Betreuung der Künstler steht im Vordergrund und beim Gewandhaus ist das ein kleiner Teil und das Vordergründige ist eigentlich die gesamte Veranstaltungsplanung. Genau. En gros. Die Fäden zusammenhalten, sagen wir ja. Mal so schön. Ja, okay. Ja, cool. Genau, dann kommen wir zu deinem Studium, der Grundlage der Arbeit in einem künstlerischen Betrieb. Und zwar die erste Frage, die ich da habe, ist, warum hast du Musikwissenschaft studiert und warum gerade hier in Leipzig? Ich würde die Fragen mal tauschen oder eher verbinden. Mhm. Also ich habe mich für Musikwissenschaft entschieden, ehrlich gesagt, weil ich eine Umfrage online gemacht habe, was kann ich studieren, so ungefähr. Weil ich schon immer wusste, ich möchte irgendwie in die musikalische Richtung, aber nicht unbedingt in die praktische. Also ich bin schon mein ganzes Leben lang klassische Sängerin, aber es war für mich schon immer klar, als dann die ersten solistischen Auftritte kamen, ich werde keine professionelle Sängerin werden, sondern ich möchte lieber hinter der Bühne sein und da irgendwas tun. Und dann war eben die Frage, was? Und dann habe ich diesen Test gemacht und dann habe ich gerade erstmal erfahren, dass es überhaupt den Studiengang Musikwissenschaft gibt. Habe mich dann informiert, wo ich das studieren kann und habe mich dann in verschiedenen Städten beworben. Bin dann hier nach Leipzig zur Aufnahmeprüfung gefahren, habe hier auch eine Nacht übernachtet im Hotel und habe mich einfach gleich in der Stadt so wohl gefühlt, dass ich dann wusste, okay, sollte ich hier aufgenommen werden, werde ich auf jeden Fall hier bleiben. Also genau. Das hat sich so verbunden. Also es war ja. So ein bisschen, okay, die Stadt ist cool und der Studiengang ist cool und wenn das beides passt, wäre das super. So. Genau. Also in der Aufnahmeprüfung, das war auch genau meins. Verschiedenste theoretische Aufgaben und auch Hörverstehen und so weiter, das ist genau das, wo ich mich auch schon immer drin wohlgefühlt habe, was ich auch schon in der Schule und in so einer studienvorbereitenden Ausbildung gemacht habe. Das war schon immer so mein Fokus, den ich so ein bisschen hatte und deshalb fiel mir das auch relativ leicht. Und das Institut war irgendwie ganz schön, die Leute waren gleich freundlich und irgendwie saß ich dann hier in so einem Café und habe mir die Stadt angeschaut und dachte so, ja, lässt sich ganz gut aushalten. Was hättest du gemacht, wenn du in Leipzig nicht angenommen worden wärst, sondern irgendwo anders? Also wärst du in die Stadt gegangen oder hättest du gesagt, okay, dann probier es nochmal oder ich studiere jetzt was anderes in Leipzig und mach dann nochmal?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja direkt an dem Tag die Rückmeldung bekommen, ob wir jetzt relativ gut bestanden haben oder eben nicht. Und dadurch, dass ich relativ gut bestanden hatte, hatte ich den Studienplatz auch gleich sicher. Wenn ich nicht genommen worden wäre, glaube ich, hätte ich erstmal neu überlegen müssen, weil die anderen zwei Städte, kann ich ja sagen, Berlin und Hamburg, hatten beide was quasi gegen sich irgendwie. Also man konnte nur zu einem gewissen Teil Musikwissenschaft studieren. Ich hätte noch einen zweiten Studiengang dazu machen müssen. Da aber mein Abi jetzt kein 1-0-Abi ist, konnte ich dann eben nicht jetzt Psychologie oder sowas, was mich noch interessiert hätte, nebenher machen, sondern hätte dann Studienfächer wählen müssen, die mich einfach nicht interessiert haben. Und da gab es dann schon immer bei Berlin so ein bisschen auch die Größe und einfach, es ist einfach ein ganz andere Energie in der Stadt. Und deshalb, ja, hätte ich da schon nochmal wahrscheinlich sehr gezweifelt im Endeffekt, bevor ich dann mich entschieden hätte für irgendetwas. Aber ich hatte ja das Glück, dass ich gleich eine Rückmeldung hatte. Von daher war das dann gleich eigentlich klar und genau. Ja, cool. Genau, dann welche Interessensgebiete und Ausrichtungen oder Ausrichtungen haben sich bei dir während des Studiums entwickelt? Also, das muss jetzt nicht unbedingt was mit deinem Beruf zu tun haben, aber ja, sowas war so im Studium, das. Gab es da so Sachen, wo du dich vor allen Dingen mit beschäftigt hast, auch über verschiedene Module hinweg oder? Also ich habe immer versucht, mich möglichst vielseitig zu orientieren, auch was meine Wahlbereiche anging. Da habe ich verschiedenste Sprachen gelernt und aber auch mal Religionswissenschaft studiert und so. Das war eigentlich auch ganz spannend. Und im Studium selbst lag mir am besten immer alles, was mit Tonsatz zu tun hatte und Notationskunde und die ganzen Module. Das war eben auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, vor dem Studium immer schon meine Orientierung. Und da bin ich schon immer total drin aufgegangen in so, ich sag mal, stupidem Tonsatz arbeiten, weil das für mich irgendwie immer ganz gut Sinn ergeben hat und so. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das so mein Steckenpferd irgendwie im Studium war. Wir hatten ja jetzt leider keine Management-Module oder irgendwas, dass ich das mal hätte kennenlernen können. Aber für mich war schon immer klar, dass ich jetzt keine Tonsatzlehrerin oder so im Endeffekt werde, sondern dass ich mich eher ins praktische Durchführen quasi orientiere. Und habe dann durch meine Mitgliedschaft im Gewandhauschor diesen, ich sag mal, Backstage-Betrieb eines Konzerthauses ganz gut kennengelernt und habe an dem ersten Tag, wo ich ins Gewandhaus gegangen bin, hinter der Bühne zur Chorprobe, habe ich schon gedacht, wow, wenn ich hier mal arbeiten könnte, das wäre schon ziemlich, ziemlich gut. Genau, und dann hat sich das jetzt eben so ergeben, dass dann quasi mein Traum von meiner ersten Chorprobe und meinen ersten Wochen in Leipzig dann doch in Erfüllung gegangen ist. Cool. Ja, dann kommen wir direkt zu unserem dritten Abschnitt dieses Podcasts. Und da ist meine erste Frage: Wie bist du zu deinem ersten Job nach dem Studium gekommen? Weil die Jobs, die du jetzt machst, sind ja nicht deine ersten Jobs, Richtig, ne? genau. Genau. Ich habe 2 Jahre als Kinderchorinspektorin beim MDR gearbeitet, auch hier im Tower. Das war eine Elternzeitvertretung. Und da bin ich tatsächlich zufällig drauf gekommen. Das klingt immer ein bisschen blöd, aber ich habe im Urlaub da gesessen. Ich hatte meine Bachelorarbeit schon abgegeben und ich stand, glaube ich, auch kurz vor der Bewertung oder so. Also es war auf jeden Fall schon relativ weit fortgeschritten. Und dann ist eben immer die Frage, wie mache ich weiter? Mache ich einen Master? Mache ich erstmal ein Jahr Pause? Ist ja auch sehr beliebt. Oder mache ich Praktika, arbeite ich erstmal, um ein bisschen Geld zu verdienen. Genau, und dann habe ich einfach auf den einschlägigen Seiten, sage ich mal, nachgeschaut. MDR-Jobs, Gewandhaus-Jobs, Oper Leipzig, alles, was man so kennt, Verlagswesen, um mal zu schauen, gibt es vielleicht Praktika, die ich machen kann oder kleine Hilfsjobs, sage ich mal, studentische Aushilfstätigkeiten. Genau, und dann habe ich mich auf verschiedene Dinge beworben und habe aber auch diese Elternzeitvertretung quasi als richtigen Job, als Anzeige dort gefunden beim MDR. Dachte dann, naja, ich bin ja selber Chorsängerin, ich habe mein Leben lang auch in einem Mädchenchor gesungen in Hannover und habe dann einfach gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Ich habe einen Abschluss, also bewerbe ich mich jetzt einfach und dann, wie es so ist, Bewerbungsgespräch und hier hast du den Job und schon war ich irgendwie drin. Genau. Und wie kamst du dann zu den heutigen Jobs, die du jetzt hast? Die Elternzeitvertretung im MDR endete dann logischerweise irgendwann und meine Kollegin kam dann in Teilzeit wieder. Das heißt, es war klar, für mich geht es entweder nicht weiter oder eben mit weniger Stunden. Dann habe ich auch wieder angefangen, auf irgendwie den Seiten, die ich schon kannte, zu schauen. Habe dann eben diese Veranstaltungsleitungs- oder Projekt- und Veranstaltungsleitungsstelle im Gewandhaus gefunden. Auch wieder derselbe Gedanke, ich passe eigentlich fachlich nicht so richtig ins Profil, aber ich probiere es einfach mal, denn ich habe auf jeden Fall Lust, das auszuprobieren und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Habe mich dann beworben, wurde dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen, erste Runde, zweite Runde und hatte dann wieder den Job.
arbeite jetzt seit Februar 2021 in diesem Job. Und dann war jetzt zum Sommer klar, weil mein Vertrag im MDR endete. Aufgrund von Vertragsmodalitäten konnte der auch nicht nochmal verlängert werden. Also war klar, meine Zeit im Kinderchor geht zu Ende. Und dann wurde dieser Job jetzt im KBB vom MDR eben gerade frei. Und dann hatte ich ein Gespräch mit der Leitung dazu und dann war ich dort. Also so hat sich das irgendwie ganz glücklich gefügt. Ja, wow. Dann also ganz viel glückliche Fügung und ganz viel rumsuchen und gucken. Genau. Und einfach auf das bewerben. Also ich gehe jetzt schon so ein bisschen zu meiner letzten Frage über, aber das passt gerade so schön. Also auch so ein bisschen bewerben, auch wenn man denkt, das passt vielleicht nicht ganz, trotzdem einfach bewerben, wenn es interessant klingt und wenn man sich vorstellen kann, dass man es machen kann. Genau. Es kommt immer drauf an, gar nicht mal, was hast du studiert, welche Arbeiten hast du geschrieben, welche Bücher hast du gelesen, sondern auch, was machst du in deiner Freizeit, wofür interessierst du dich? Auch wenn man einfach mal im Café eine Weile kellnert, dann kommt es eben auch drauf an, das sind dann diese Kleinigkeiten, wo dann auch beim Bewerbungsgespräch ich gefragt wurde, sie haben ja im Café gearbeitet, dann sind sie ja bestimmt stressresistent. Und das ist eben auch das, was ich brauche jetzt für meinen Job in der Veranstaltungsleitung, denn wir haben ganz oft sehr viel Stress am Abend aufgrund von Tickets, die falsch sind oder jemand fällt in Ohnmacht und wir müssen einen Krankenwagen rufen. Also es ist immer alles auf einmal. Also ist eben dieses Soft Skill, wie man sagt, stressresistent, total wichtig für den Job. Und das haben die sofort rausgelesen aus einer Tätigkeit, die überhaupt nichts mit Musikwissenschaft zu tun hat, die ich einfach im Studium gemacht habe, um mir halt Geld dazu zu verdienen und weil es mich auch interessiert hat. Und also das kommt einfach auf dieses Gesamtprofil an und gar nicht mal darauf, dass da jetzt fachlich steht, ich brauche eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau oder ein Studium im Veranstaltungsmanagement, was dort stand. Aber im Endeffekt hat sich ja gezeigt, ich habe in Anführungsstrichen nur den Bachelor in Musikwissenschaft und habe aber durch dieses ganze Drumherum, was ich eben auch gemacht habe, trotzdem diesen Job bekommen und bin einfach total froh heute, dass ich mich getraut habe zu sagen, okay, passt vielleicht auf dem Papier nicht alles so ganz genau, aber ich probiere es einfach, denn mehr als absagen können sie mir ja nicht. Und im Endeffekt haben sie mir nicht abgesagt. Also kann ich immer nur jedem raten, einfach probieren und offen sein und irgendwie neue Dinge wagen. Wenn es euch interessiert, dann macht das auf jeden Fall. Und dafür bin ich total dankbar jetzt im Endeffekt, wo ich jetzt heute stehe. Am Ende sind vielleicht dann die Kompetenzen wichtiger als die genaue Ausbildung, die man hat. Ne? Also wenn man die Kompetenzen hat. Genau. Gibt es sonst noch was, was du Studierenden mitgeben würdest? Einfach, also für mich war im Bachelor immer wichtig, einfach dran zu bleiben zwischenzeitlich auch, weil die Phase, die wir dort hatten im Studium, glaube ich, nicht die beste Phase für das Institut war. Was auch okay ist, es war eine Umbruchphase und so weiter. Wir sind aber trotzdem alle dran geblieben und ich habe auch noch Kontakt zu vielen Alumni aus meinem Jahrgang oder den Jahrgängen drumherum. Und die sind alle heute irgendwo gelandet, womit sie total zufrieden sind, obwohl wir es im Studium zwischenzeitlich auch mal schwer hatten aufgrund von Krankheitsfällen und so weiter. Und auch wenn man vielleicht zwischendurch denkt, ach, vielleicht ist es doch nicht so meins und ich möchte, so wie ich jetzt zum Beispiel, doch am Ende in die Managementrichtung eher gehen oder und da habe ich jetzt gar kein Modul im Studium. Es kommt immer darauf an, was man selber aus dem Studium macht, wie man sich orientiert. Was man eben nebenher macht, habe ich ja gerade auch eben schon gesagt, es gibt in Leipzig total viele Möglichkeiten, weshalb ich auch Leipzig wirklich jedem ans Herz legen würde. Allein die drei Spielstätten MDR, Oper, Gewandhaus sind schon prädestiniert dafür, dass da nur Movie-StudentInnen irgendwie arbeiten. Ja. Von daher kann ich die Stadt als Movie-Studentin oder als ehemalige Movie-Studentin wirklich sehr empfehlen, weil die Möglichkeiten einfach unendlich sind. Die ganzen Museen, die Festivals, wo viel Projektarbeit möglich ist, die auch Veranstaltungen, auch so Veranstaltungen, also es gibt ja auch allgemeinen Festivals, die, wo das vielleicht gar nicht unbedingt jetzt Musik primär ist, aber auch einfach Festivalarbeit an sich. Ja. Ist ja unglaublich viel hier. Ja, genau. Also ich kann das auch aus meiner Erfahrung bis jetzt tatsächlich auch nur unterstreichen. Also es ist einfach unglaublich, manchmal zu viel fast, ne? Also manchmal hat man so das Gefühl, okay, jetzt würde ich gerne an so, ich könnte theoretisch an so 5 verschiedenen Stellen irgendwas arbeiten und machen und hier Führungen halten oder hier irgendwie mitarbeiten in einem Projekt oder so und dann ist es ganz viel, was super interessant ist. Ja. Ja, aber das kann ich auch tatsächlich nur unterschreiben. Ja, dann vielen Dank an dich, Nina. Ja, und vielen Dank dir. Ja, danke, dass du dabei warst. Das hat uns sehr gefreut. Und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt. Tschüss. Ki
Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch.